Warum sind wir hier gegen Hartz IV zusammengekommen? Zwei Hauptgründe sind das. Es gibt kein Auskommen mit dem Einkommen für Bezieher von Hartz IV. Die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich immer weiter. Eine würdige Teilhabe am gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben ist im großen Teil der Bevölkerung damit nicht mehr möglich. Der zweite Punkt ist, Hartz IV ist Unrecht. Das hat das Sozialgericht Gotha entschieden vor etwa 2 Jahren. Unsere gegenwärtige Gesellschaft ist einfach bestimmt durch eine Ellenbogengesellschaft, das wissen wir alle. Und es werden auch aus meiner Sicht bewusst geschürt Konflikte zwischen den Bevölkerungsgruppen, also zwischen Geringverdienern und Hartz-IV-Leuten, zwischen Leiharbeitern und Festangestellten, zwischen Deutschen und Ausländern, zwischen Mietern und Eigentümern. Aber das sind aus meiner Sicht alles Ablenkungsmanöver, die von den wahren Ursachen ablenken sollen. Wir haben im Jahr 2020 30 Jahre Einheit. Und das wird in den Medien garantiert wieder nur dargestellt, 30 Jahre Erinnerung an Beseitigung der Diktatur. Und jetzt leben wir ja endlich in einer Demokratie und in einer Freiheit. Und auch mit solchen Argumenten wird versucht, von den Ursachen, die der Kapitalismus für uns alle, für die ganze Welt bringt, abzulenken. Wir sollen uns glücklich fühlen und sollen ruhig bleiben. Und das müssen wir einfach beenden. Wir müssen aufstehen, wir müssen wach werden und wir müssen überall Flagge zeigen, dass wir mit dem nicht einverstanden sind. Und ich glaube, unsere allgemeine Forderung von Aufstehen ist dann eben auch, auf die Straße müssen wir. Wir müssen uns zeigen. Denn ohne dass wir uns zeigen, wird weitergemacht, was man so will. Und ich glaube, diese Forderung, kommt mit auf die Straße, lasst uns Bündnisse eingehen, lasst uns gemeinsam dieses Ganze tun. Danke, Cornelia. Genau, die Aufforderung zur Aktion. Und wir sind auch mit Aktionen heute gar nicht alleine. Die Buntwestenbewegung, die zu Aufstehen gehört, die demonstriert heute in 8 Städten in Deutschland. Die Verursacher von Krieg, von Sozialraub und von Umweltverschmutzung, das sind dieselben. Das sind die Leute, die für Profit über Leichen gehen. Sie produzieren Waffen, exportieren Waffen, verursachen Kriege und Flüchtlingsströme. Und wir sollen es ausbaden. Ich denke, wir alle haben begriffen, soziale Bewegung, Friedensbewegung und Umweltschutzbewegung müssen sich die Hände reichen, sich solidarisch unterstützen. Liebe Freunde, nutzt die Gelegenheit, kommt, unterstützt solidarisch die Aufstehenbewegung. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bravo. Bravo.